Dass du mein Gesicht hast. So, und ich begrüße schon unsere Zuschauer auf Facebook Live, auf Sonnenklar Facebook Live. Guten Morgen aus Sharm el-Sheikh und guten Morgen aus dem funkelnagelneuen Rixos Seagate Hotel. Wir werden Sie jetzt mit auf die Reise nehmen im Seagate Hotel in Sharm Hotel. Eins der luxuriösesten Hotels, die wir haben hier in Sharm el-Sheikh und natürlich auch so ein bisschen das Flaggschiff von Rixos in Sharm el-Sheikh. Ich werde begleitet von Joanna heute, die deutsche Guest Relation. Sie wird mit mir zusammen gleich im Clubcar sitzen. Das Rixos Seagate ist ein relativ großes Hotel und deswegen machen wir das nicht zu Fuß. Das würde sämtliche Sendezeiten sprengen. Wir machen das mit dem Clubcar, fangen hier in der Lobby an und arbeiten uns dann sukzessive durch die ganze Anlage. Wir warten jetzt nur noch auf das Go von der Regie, dass wir losgehen können, weil wir möchten natürlich gerne die Fernsehzuschauer noch mitnehmen, die nur 15 Minuten mit uns zusammen sein werden. Und danach werden wir aber bitte dranbleiben, werden wir bei Facebook Live weitersenden, bis wir alles gezeigt haben. Es gibt nämlich noch einen Mehrwert hier, der noch nicht publiziert wurde, der Mitte September eröffnen wird und den zeigen wir zum Abschluss des Rundgangs. Und der wird definitiv nur auf Facebook Live sein, der wird nicht im Fernsehen sein, weil das sprengt die Sendezeit. Und wir hören jetzt gerade noch ein bisschen ein anderes Produkt in der Sendung live. Solange muss ich hier überbrücken. Ich will auch noch nicht zu viel sagen, weil sonst muss ich alles wiederholen, wenn wir gleich die Fernsehzuschauer dabei haben. Ich kann nur sagen, die zwei Rixos Hotels, die wir hier haben, und bald kommt sogar noch ein drittes dazu, die haben hier wirklich Maßstäbe gesetzt. Und gerade was die Kulinarik angeht, werden hier echte Maßstäbe gesetzt. Also ich bin immer wieder begeistert vom Rixos. Ich wohne ja jetzt auch für 2 Nächte im Rixos Hotel. Allerdings bin ich im Rixos Sharm el-Sheikh. Das war das erste Haus hier. Und das zweite ist das Rixos Seagate. Und dann kommt irgendwann noch das Seagate Aquapark dazu. Das wird aber wahrscheinlich frühestens 1.10. eröffnen. Aber ich habe das kleine Geheimnis schon verraten, nämlich Aquapark. Und den zeigen wir euch. Das ist Weltpremiere. Ich glaube, der Dirk moderiert. Kann das sein? Ja, mein Lieber, guten Morgen und liebe Zuschauer, auch guten Morgen aus Sharm el-Sheikh. Du hast gerade schon gesagt, wir haben hier ein super tolles Angebot, unter 700 Euro Einstiegspreis für ein Select Rixos Produkt hier in Sharm el-Sheikh und das ist ein absoluter Schnapp. Da wir ja den Urlaubschecker ferngesteuert, liebe Zuschauer, im Rixos Sharm el-Sheikh schon gemacht haben, können Sie den jederzeit auf YouTube bei Sonnenklar TV abrufen und sich das Rixos Sharm el-Sheikh schon mal anschauen. Und heute kommt neu dazu das Rixos Seagate, über das hatten wir noch keinen Urlaubschecker ferngesteuert, deswegen haben wir uns entschlossen, das heute hier zu machen, weil Sie werden ja in einem der beiden Rixos-Häuser untergebracht sein. Und ich kann Ihnen sagen, es ist eigentlich egal, in welchem Sie untergebracht werden, weil beide Häuser sind sensationell und setzen hier, was die Qualität angeht, in Sharm el-Sheikh absolute höchste Maßstäbe, besonders was die Kulinarik angeht. Und wie man sieht, tut mir das ja immer gut und ich esse gerne gut und das genieße ich immer im Rixos auf jeden Fall. Wir haben gestern Abend hier im Rixos Seagate gegessen, weil ich das noch nicht kannte und ich kann sagen, das ist wirklich erste Sahne, die stehen sich gegenseitig nichts nach. Es passt hier die komplette Qualität. Und ich möchte nicht zu viel Zeit verlieren, denn wir haben, liebe Fernsehzuschauer, nur 15 Minuten für Sie Sendezeit. Das ist zwar, hört sich viel an, aber Sie werden sehen, es ist eine große Anlage und wir werden diese Anlage auch mit dem Clubcar hinter uns bringen, weil sonst würden wir es zu Fuß gar nicht schaffen in der Sendezeit. Werden wir eh nicht schaffen, denn meine Bitte, wenn Sie interessiert sind, switchen Sie, bevor die Sendezeit im Fernsehen zu Ende ist, auf die Facebook-Seite von Sonnenklar TV, denn dort werden wir live bleiben. Die Facebook-Zuschauer sind uns jetzt auch schon zugeschaltet und schauen schon zu, denn wir werden die komplette Hotelanlage bis zum Schluss über Facebook live zeigen. Heißt, nach 15 Minuten wird Fernsehen abgeklemmt, nächstes Produkt kommt. Wir bleiben auf Facebook live, aber im Rixos Seagate, denn wir haben eine Weltpremiere noch zu zeigen und das ist nämlich der neue Aquapark. Der ist auch in keinem Prospekt bis jetzt erwähnt. Die haben hier so schnell gearbeitet, dass der Soft Opening 15
15. September schon eröffnet wird. Offizielle Eröffnung ist am 1. Oktober und es wird heute das erste Mal im Fernsehen bzw. auf Facebook Live dieser Aquapark zu sehen sein. Und es ist der größte Aquapark, den sich hier am Roten Meer überhaupt jemand geleistet hat. Also freuen Sie sich darauf, aber jetzt erstmal Eindrücke aus dem Rixos Seagate und wir gehen los. So, Joanna, vielen Dank. Wir haben Joanna dabei, die uns begleitet beim Rundgang. Ich zeige sie auch mal kurz, damit wir ein Gesicht dazu haben. Sie freut sich auf die Gäste, die sie dann hier begrüßen kann. Sie ist ursprünglich aus Hamburg, ist aber fest in Ägypten verwurzelt, hat schon ganz lange am Roten Meer gearbeitet und ist jetzt hier im Rixos Seagate als Guest Relation. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall diese Lampe nicht vorenthalten. Diese Lampe ist aus italienischem Murano-Glas. Diese Lampe ist hier vor Ort in Hand gefertigt worden und die gibt es nur zweimal auf der Welt. Einmal im Atlantis in Dubai. Und einmal, da ist sie in Blau und einmal in diesem Gelb-Orange-Ton hier im Rixos Seagate in Sharm el-Sheikh. Hier in der Lobby befinden sich schon drei der à la carte Restaurants, die natürlich Rixos Policy inklusive sind. Man muss bei Rixos für kein à la carte Restaurant extra zahlen. Das ist alles inklusive. Und es gibt hier so ein paar Ecken, wo das Internet nicht so ganz stabil ist, wenn ich irgendwo reingehe. Deswegen verzeihen Sie mir, dass ich nicht in die Restaurants reingehen kann, weil das Internet wird dann instabil. Wir haben hier in der Lobby das Epicure, das ist das französische Restaurant. Wir haben das L'Olivo, das ist die Olive, das italienische natürlich. Und wir haben hier das Mandarin-Restaurant, das chinesische. Was das Besondere daran ist, und da legt Rixos großen Wert drauf, im italienischen Restaurant kocht ein italienischer Küchenchef, im chinesischen Restaurant kocht ein chinesischer Küchenchef und im französischen Restaurant kocht ein französischer Küchenchef. Im hinteren Bereich hier ist die Lobbybar. Da schwenken wir jetzt einfach nur mal drüber, bevor wir rausgehen und schon mal ansatzweise zeigen, wie großzügig diese Anlage ist. Von klimatisiert jetzt in 40 Grad im Schatten. Uff. Schönes Wetter ist ja hier sowieso an der Tagesordnung, liebe Zuschauer. Da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Das schöne Wetter, das ist hier garantiert. Und hier haben wir schon mal einen Überblick über die Hauptpoolanlage. Bevor wir jetzt runtergehen zu unserem Clubcar, was uns durch die Anlage fährt. Wie immer rennt uns die Zeit davon. Aber nochmal mein Hinweis, wir werden über diese Sendezeit hinaus auf Facebook Live weiterhin die ganze Anlage zeigen. Bitte tun Sie das. Wenn Sie die Zeit haben, investieren Sie diese Zeit. Es ist eine wunderschöne Anlage hier. Es lohnt sich dabei zu bleiben und am Schluss noch den Aquapark anzuschauen. Das ist John von der Verkaufsabteilung. Er wird uns jetzt hier rumfahren und wir setzen uns hier hinten drauf und lassen es uns gut gehen und wünschen Ihnen viel Spaß mit uns zusammen diese wunderschöne Anlage zu sehen. Das Rixos hat über 600 Zimmer, die sich aber auf diese große Anlage wahnsinnig toll verteilen. Wir haben ja auch insgesamt 7 Pools. Eigentlich sind es 8 Pools, aber der eine ist so ein bisschen unterteilt. Genau. Wir haben hier das Anjana. Anjana ist das größte Spa-Center hier am Roten Meer. Mit 2600 Quadratmetern Fläche kann man hier die Seele baumeln lassen. Auch da kann ich leider nicht reingehen. Erstens sind sie in der Behandlung. Zweitens ist da die Internetverbindung etwas instabil, sobald ich in die Gebäude reingehe. Ja, und ich habe es ja eben schon mal angesprochen, liebe Zuschauer, um das Wetter müssen Sie sich hier wirklich keine Gedanken machen. Wir sind eine Ganzjahres-Sonnendestination am Roten Meer. Sharm el-Sheikh ist da nicht anders als bei uns in Hurghada, wo Astrid und ich leben. Wir genießen ganzjährig die Sonne. Im Winter würde ich empfehlen, eine Jacke und einen Pulli einzupacken. Wenn die Sonne weg ist, wird es dann schon mal kühler abends. Aber tagsüber haben Sie auch da Ihre angenehmen 23 bis 25 Grad. Man kann in der Sonne liegen und das wirklich genießen. Auch so eine Besonderheit der Rixos Hotels. Bei manchen Hotels sind ja nur einige Pools beheizt im Winter. Im Rixos Hotel sind alle Pools beheizt. Also wir werden im Winter, werden Sie hier in jeden Pool gehen können, denn sie sind alle beheizt.
Und Sie sehen, hinter mir kommt schon der nächste, das nächste Clubcar. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Bus-Shuttle von der Hotelanlage, ne, Joanna? Genau. Sie müssen hier keine Angst haben, dass Sie weit laufen müssen, denn es fährt permanent und regelmäßig bis in die späte Nacht hinein der Hotel-Shuttle. Und ich höre gerade über die Regie, wir kriegen ein wenig mehr Zeit, weil das lohnt sich auch. So, und das hier, ganz wichtig für die Familien. Wir haben hier auch einen sehr, sehr großen Kids Club mit 1500 Quadratmeter Fläche, mit eigenem Pool. Die Spielaktivitäten sind alle überschattet. Das finde ich immer besonders wichtig, dass man da nicht die Kinder in der Sonne sitzen hat. In der Kids Area innen drin gibt es sogar einen separaten Schlafraum, falls die Kinder müde werden und schlafen wollen. Und jetzt kommt hier was für die Ladies, die keine Lust haben auf die Männer während dem Wellnessen. Das ist natürlich auch für die arabischen Frauen interessant. Das ist ein Spa-Bereich, der nur für Frauen ist, mit ca. 700 Quadratmeter, auch sehr großzügig. Und wir passieren hier rechts die Aktivitätenbühne des Animation-Teams, des Theaters-Teams. Hier finden abends richtig professionelle Shows statt. Es gibt am Roten Meer keine größere Showbühne wie diese hier im Rixos Seagate. Also so ein bisschen hat man hier wirklich von der Rixos-Seite her in Superlativen gedacht, weil hier gibt es ganz viele Sachen, die einzigartig sind hier in Ägypten oder teilweise sogar im Mittleren Osten. Man will hier einfach Maßstäbe setzen. Wir befinden uns jetzt hier am Aktivitätenpool, weil das ist auch direkt hinter der Showbühne. Hier wird animiert. Hier ist auch schon mal so für die Belustigung so eine aufblasbare Rutsche für diejenigen, die nicht in den Aquapark wollen. Und von hier aus, ich muss von der Terrasse raus reingehen, liebe Zuschauer, zeige ich jetzt schnell das Zimmer, bevor die Sendezeit im Fernsehen zu Ende ist. Ich möchte doch wenigstens, dass Sie das Zimmer noch sehen. Es kann jetzt sein, dass das innen drin ein bisschen stockelt wegen Internet, aber wir haben es ausprobiert. Es ist nur ganz kurz und ich bin dann wieder da. Deswegen nicht wegschalten, bleiben Sie da. Nicht weglaufen. So, das ist jetzt das Deluxe-Zimmer, was Sie hier erwarten dürfen im Seagate. Ich denke mal 1, 2, 3, 4, 5 Kissen. 5 Kissen pro Person sollte eigentlich ausreichen. Natürlich, jetzt wird der ein oder andere, besonders meine Astrid, wird sagen, oh, Betten getrennt, geht gar nicht. Kein Problem. Sagen Sie am besten vorm Check-in an der Rezeption Bescheid. Wir möchten gerne ein Doppelbett. Die Zimmer sind auch mit Doppelbett verfügbar. Separate Sitzgruppe, Flachbildschirm, ist klar. Wasserkocher mit Kaffee und Tee, Chips, eine prall gefüllte Minibar mit Tonic, mit Soda, mit Wasser, mit Cola, Fanta, Sprite und Bier und Säften. Und liebe Zuschauer, das wird jeden Tag aufgefüllt. Also Sie kriegen jeden Tag neue Getränke in die Minibar, zwar komplett aufgefüllt. Jetzt wird so ein bisschen der kritische Bereich, wo das zum Kleiderschrank geht. Wir haben hier natürlich klassisch den Safe und den Wäscheservice. Wir haben hier an der Garderobe die Bademäntel und die Slipper. Und wir haben ein wunderschönes gestyltes Bad mit geeistem Glas. Links ist die begehbare Dusche, rechts ist die Toilette. Ein schönes Waschbecken, flauschige Handtücher, also alles da. Und ich gehe jetzt schnell wieder raus, bevor wir das Internet verlieren. So, hier dürfen Sie sich eine Woche wohlfühlen und bei Bedarf auch länger. Das ist jetzt ein Zimmerbeispiel mit Blick auf den Pool, mit Blick auf die Showbühne. Natürlich sind die Zimmer in der ganzen Anlage verteilt und wir fahren weiter. Jetzt Richtung Strand. Am Strand ist die zweite Showbühne. Dort wird auf abends nochmal Aktivitäten angeboten. Gestern Abend war da großes Fest. Street Dance war da gestern. Mhm. Klasse. Und im Rixos Charm war gestern hawaiianische Nacht. Die hatten also hawaiianisch dekoriert. Das war wunderschön anzuschauen. Ich lese hier nebenzu auch die Facebook-Kommentare mit. Also sind sehr viele interessiert daran, auch im Januar zu kommen. Natürlich kann man auch im Januar dieses Hotel buchen.
Und wir suchen etwas nicht zu teuer, schreibt jemand, für eine Woche. Also liebe Zuschauer, ein Rixos Hotel, ein neues Rixos Hotel, Sharm el Sheikh oder Seagate für unter 700 Euro für eine Woche ultra all inklusiv zu buchen. Das ist wirklich ganz günstig. Ganz günstig. Diese Hotels sind normalerweise für eine Woche ab 900 Euro zu haben. So, dann haben wir hier den Fontänenpool. Und ich höre über die Regie, die Fernsehzuschauer sind uns noch 2 Minuten wohlgesonnen. Dann werden sie zwangsweggeschaltet durch das nächste Produkt. Und jetzt kriegen wir schon so langsam den Blick auf das Rote Meer. Wer noch nie am Roten Meer war, dann auf jeden Fall mein unbedingter Tipp, bitte schauen Sie sich das Rote Meer von innen an. Hier gibt es übrigens auch, das ist aber eine ganz andere Kategorie, die Swim-Up-Zimmer, das sind die Deluxe Swim-Up-Rooms. Ja, Premium Swim-Up. Premium Swim-Up nennen die sich. Wer da Interesse dran hat, der kann natürlich bei der Anreise fragen, ob so ein Zimmer frei ist, und gegen einen Aufpreis kann man diese Zimmer natürlich auch haben. Ich finde das schon fast ein bisschen dekadent, dass man einen eigenen Pool am Zimmer hat. Und hier biete ich Ihnen jetzt diesen wunderbaren Blick auf das Rote Meer. Wir passieren gerade den Steg vom Rixos Seagate. In Sharm el Sheikh ist es ja so, dass die Riffe und Steinküste bis zum Strand vorgehen und man über einen Steg an das Außenriff gehen kann. Am Außenriff haben Sie dann die Möglichkeit zu schwimmen und zu schnorcheln. Wir passieren hier gerade das People's Restaurant, das ist eines der à la carte Restaurants, wo man aber auch frühstücken kann, Mittag essen kann und abends, kann ich bestätigen, sehr lecker essen kann, weil ich habe mit Astrid gestern da gegessen und das war sehr lecker. Dann ist hier der rechten Seite noch der Food Court, wo ab mittags den ganzen Nachmittag über verschiedene Snacks gegessen werden können. Dann haben wir hier das letzte der zu zeigenden à la carte Restaurant, das ist das Salt. Das Salt ist das Fischrestaurant. Und hier nochmal rückwärtig die Aussicht auf das Rote Meer. Und mit dieser Aussicht verabschieden wir uns jetzt erstmal von den Fernsehzuschauern. Denn da kommt jetzt das nächste Produkt. Und ich hoffe, es haben viele umgeschaltet. Und die Zuschauerzahlen gehen jetzt in die Höhe auf Facebook Live. Weil auf Facebook Live geht's weiter. Und ich gönne Ihnen natürlich während der Fahrt diese wunderschönen Aussichten auf diese tolle Parkanlage hier. Es ist so schön eingebettet hier und so gepflegt alles. Und bitte nicht wundern, wenn ich ab und zu mal den Ton wegmache oder die Hand vors Mikro halte, weil wenn wir an Pools vorbeifahren, wo Musik läuft, da sperrt uns dann Facebook das Video. Das haben wir auch erst rausfinden müssen. Und für die Facebook-treuen Zuschauer habe ich ja versprochen, dass wir jetzt noch eine Weltneuheit zeigen, nämlich den neuen Aquapark, der auch zu dem neuen, nämlich dem dritten Rixos Hotel gehört. Das Hotel wird in der zweiten Reihe stehen, ist mit einem Tunnel verbunden mit dem Seagate. Und der Aquapark, der dort aufmachen wird, nämlich Soft Opening 15. September, Opening, großes Opening am 1. Oktober. Dieser Aquapark setzt hier absolut neue Maßstäbe, weil sowas in dieser Größenordnung gibt es hier am Roten Meer noch nicht. Und das ist eigentlich nicht nur ein Aquapark, das ist so ein richtiges Abenteuerland, denn dort kann man Go-Kart fahren, dort kann man auf die Kletterwand gehen, dort kann man Tennis spielen, dort kann man Fußball spielen. Habe ich was vergessen, Joanna? Rutschen. Oh Gott, naja, das Wichtigste, natürlich Rutschen. Und zwar gibt es da die Tunnelrutsche, das ist das Black Hole, glaube ich, wo kein Tageslicht drin ist. Es gibt diese Halfpipe-Rutsche, es gibt, weißt du noch was? Einiges. Also wir einigen uns auf viele Rutschen. Ja, da schreibt jetzt jemand eine so große Anlage, puh. Ja, aber hat den Vorteil, mein Lieber,
dass sich alles unheimlich verteilt. Dadurch, dass du ja hier 7 Restaurants hast, dadurch, dass du hier dieses große Areal hast, auf dem sich die Zimmer verteilen. Es gibt ein wahnsinnig großes Buffet-Restaurant, auch wo architektonisch auch so gelöst ist, dass sich die Gäste frei bewegen können. Jetzt kommt eine Frage, Joanne, da bin ich mal gespannt, ob du mir helfen kannst. Sie hat schon die ganze Zeit Panik, dass Fragen kommen, die sie nicht beantworten kann. Gibt es glutenfreies Essen? Selbstverständlich. Glutenfreies Brot? Natürlich, wir können alles glutenfrei, vegetarisch, vegan, ein Treffen mit unserem Chefkoch und es wird alles organisiert. Na, das ist doch mal eine super kompetente Antwort, siehst du, da hast du so eine Angst gehabt. Das ist jetzt der Haupteingang vom Rixos, an dem wir vorbeifahren, weil wir jetzt in den Tunnel reinfahren. Ich hoffe, dass die Verbindung hält. Rosa, Rose fragt nämlich schon, wir wollen den Aquapark sehen. Ja, ihr werdet den Aquapark sehen, weil extra deswegen hängen wir die Zeit noch dran und fahren da jetzt hin. Das ist ja alles noch in der Fertigstellung. Der Aquapark ist fertig, aber der Tunnel und die ganze Bemalung der Wände und so, das ist im Moment noch under construction. Das wird noch geplant, das wird noch gemacht. Und ihr seht uns jetzt hier in der Rückansicht in diesen Tunnel reinfahren. Der ist nicht groß. Und ihr seht, hier wird rechts und links schon fleißig bemalt, was so ein bisschen auf den Aquapark einstimmen soll. Ja, ihr Lieben, ihr könnt den Aquapark nutzen. Es ist sowohl für das Rixos Charm, wenn ihr da untergebracht seid, als auch für das Rixos Seagate ist die Nutzung vom Aquapark inklusive. Und für die Gäste vom Rixos Sharm El Sheikh, das ist ja ein knapper Kilometer von uns hier weg, da wird ein separater Shuttle-Service eingerichtet. Hier wird auch ein Bus fahren. Und auch hier wird so ein Club-Car fahren für die Gäste. Ein großer Bus sogar. Ja. Also, sowohl für die Seagate-Gäste als auch für die Rixos-Charm-Gäste wird es einen Bus geben, der regelmäßig die Gäste zum Aquapark bringt. Und das, ihr Lieben, das ist schon, glaube ich, fast ein Buchungskriterium, dieser Aquapark. Wir sehen hier links auch schon die Zimmer vom Seagate-Aquapark. Der hundertprozentig feste Name steht noch gar nicht, glaube ich. Ne? Also im Moment wurde ich gebeten zu sagen, das ist das Seagate Aquapark Hotel, was auch noch im Oktober wahrscheinlich eröffnen wird. Da soll ich aber auch noch kein genaues Datum nennen, weil da gibt es noch ein paar Bauarbeiten, die zu machen sind. Und man möchte ungern irgendwelche Versprechungen machen, die man nicht halten kann. Da das Hotel eh später geplant ist mit der Eröffnung, ist das jetzt auch für unseren Rundgang nicht so relevant. Denn wir wollen ja als Weltpremiere, wir sind der erste Sender, der diesen Aquapark filmen und fotografieren darf. Das ist jetzt die Hauptsache dieser Fahrt, die wir noch unternehmen, um dann gleich zu zeigen, wie schön dieser Aquapark geworden ist. So, can you please stop? And I will sit in the front. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen, weil das sieht man nämlich besser an der Frontansicht als in der Rückansicht. Es geht schon direkt vorne los. Das Hotel kann man noch nicht buchen, oder? Nein, das Hotel ist noch nicht buchbar. Also Rixos legt großen Wert auf Professionalität und die möchten nicht in irgendwelchen Terminzwängen hängen, dass dann vielleicht das Hotel nicht fertig ist. So, es geht hier los mit der Kletterwand. Der habe ich jetzt ganz vergessen zu zeigen. Also hier kann man seine Kletterkünste beweisen, natürlich gesichert auch an einem Seil, wenn das in Betrieb ist. Dann geht es gleich nahtlos weiter mit der Go-Kart-Bahn. Männer, schaut euch das an, mit Tribüne. Hier könnt ihr gegen die Frauen Rennen fahren, wenn ihr wollt. Dann natürlich hier das Riesenrad für die Kids, da muss ich die Kamera ein bisschen hochschwenken. Und das Kinderkarussell mit den Pferdchen. Also Families, ihr habt hier ein großes Paradies. Und natürlich gibt es hier auch einen Food Court. Direkt an den Wasserspielen, wo für das leibliche Wohl gesorgt sein wird. Dann haben wir hier den Lazy River. Da wird es dann große Autoreifen geben. Halt, das war die falsche Seite. Hier runter, hier läuft der Lazy River unter uns lang, wo dann große Reifen drin liegen werden und man sich treiben lassen kann. Die Kartbahn ist at a charge or is included? Alles inklusive. Leute, ihr seid im Rixos.
Selbst der frisch gepresste Saft morgens beim Frühstück kostet hier nichts. Dann geht's hier schon los mit der Kids-Rutsche. Rechts von uns läuft der Lazy River. Das ist wirklich mit inklusive, Frank. Kein Spaß. Alles, was ihr hier seht, ist inklusive. Die Zuschauer wollen es gar nicht glauben. The people doesn't believe that everything is included here. They are used to pay for it. Maybe John will make an orientation. Also John macht mit euch eine Rundfahrt and he will charge 5 Euro per person. So, hier haben wir die Tower-Rutsche. Just a second, John. Da geht es erstmal so ein bisschen wie im Freefall ab und endet dann im Auffangbecken. Das ist die Black Hole. It's over there. Yeah. Die gelbe dort, das ist die Black Hole, das ist die Tunnelrutsche ohne Tageslicht. Hier haben wir nochmal ein Riesending hier. Meine Güte. Wahnsinn. Das ist ja mal ein Top-Angebot. Ha, Frank, da guckst du. Und das Ganze noch unter 700 Euro. Stellt euch das bitte vor. Unter 700 Euro. Ihr könnt jeden Tag woanders essen, in einem anderen Restaurant. Ihr könnt den Aquapark nutzen ohne Aufpreis. Und das, der ganze Aquapark endet hier. Ah, they open the waves. Extra für uns machen sie Wellen. Es endet mit dem Wellenbad. Ey Leute, das ist doch wohl mal eine Sache, oder? Die Angelika fragt, wie weit ist zum Strand? Ja, liebe Angelika, das hängt jetzt davon ab, wo du dein Zimmer erhältst. Also ich würde sagen, man läuft maximal 5 Minuten zum Strand. Und wenn du nicht möchtest, musst du gar nicht zum Strand laufen, weil sowohl im Rixos Charm als auch im Rixos Seagate gibt es ja den Bus-Shuttle, den internen hoteleigenen Taxiservice. Und der fährt permanent durch die Hotelanlage. Egal, wo du gerade stehst, kannst du den anhalten, dich da reinsetzen und dem Fahrer sagen, to the beach. Übrigens, das kostet auch nichts extra, auch inklusive. Okay, we go back to the reception. So, ihr Lieben, ich bleibe noch ein bisschen online. Ich gönne euch diese schöne Aussicht. Weil wir fahren sowieso jetzt mit dem Clubcar zurück zur Rezeption vom Seagate. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich da begleiten. Und noch ein bisschen die Aussicht genießen. Und bitte, ich habe ja Joanna hier dabei, die deutsche Guest Relation vom Seagate, die Fragen beantworten kann, die ich nicht beantworten könnte. So, da fragt jetzt jemand Joanna. Kann man ausschließlich schwimmen gehen hier, wenn man über den Steg läuft, oder kann man vorne auch schwimmen? Ich würde sagen, wenn Hochwasser ist, also wenn keine Ebbe ist, wenn Flut ist, dann kann man da vorne ein bisschen planschen. Genau, man kann, ne, ein bisschen planschen vorne. Es sind auch ab und zu ein paar Löcher mit drin, wo man ein bisschen tiefer, vielleicht bis zum Knie, Mittel, Bauch. Aber zum richtig Schnorcheln ist hinten der Steg und da haben wir ein ganz tolles eigenes Hausriff, wo man richtig toll schnorcheln kann. Okay, also ich hoffe, dass jetzt akustisch ankam, weil das Mikrofon an meinem T-Shirt hängt und Joanna hinter mir sitzt. Ich wiederhole es lieber nochmal. Phil Beth. Ich wiederhole es nochmal. Es ist also so, dass bei Ebbe der Vorderbereich komplett frei liegt mit Steinen. Da ist also dann keine Chance, schwimmen zu gehen. Da muss man dann über den Steg gehen. So, ich glaube, alle 6 Stunden ändern sich die Gezeiten. Und wenn dann die Flut da ist, dann kann man vorne so im Wasser sitzen, ich würde mal sagen maximal kniehoch. Ja. Das wird maximal kniehoch, für kleine Kinder ist das klasse, sagt Joanna auch gerade.
Und da ist auch das ein oder andere Loch dabei, wo man dann mal ein bisschen tiefer im Wasser sitzen würde. Aber es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dann ist das da vorne bereit, großartig schwimmen zu gehen. Nein, ist nicht. Also auf jeden Fall für die Schwimmer, ihr müsst über den Steg. Das ist hier in Sharm el-Sheikh also so gut wie in allen Hotels normal, weil eben der Vorteil dadurch ist, die Hotels haben ihr eigenes Hausriff. Du musst hier nirgendwo hinfahren, um irgendwo gut schnorcheln zu können. Diese Außenkante von den Riffs hier an den Hotels, die sind traumhaft schön. Und ich sage immer, einen Tod muss man sterben. Wenn man ein schönes Hausriff haben will, dann geht das meistens zu Lasten des schönen, sandigen, feinsandigen Strandes. Hat man den feinsandigen Strand, dann ist kein Riff in der Nähe. Also egal, wie man es macht, irgendeiner beißt immer in die saure Gurke. Und ich denke, so sauer ist die Gurke nicht. Man kann ja hier schwimmen, man muss halt eben über den Steg laufen und kann es dann eben verbinden, ob man am Außenriff schwimmen möchte oder ob man am Außenriff schnorcheln möchte. Und für die ganz Wasserjecken mein Tipp, macht mal einen Schnuppertauchkurs. Hier gibt es eine Tauchschule vor Ort, da kann man auch zuerst mal einen Schnuppertauchkurs buchen oder einen Tauchgang buchen, um überhaupt zu testen, ob einem das liegt mit der Taucherei. Und wenn einem das liegt, dann haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, in einer Woche Ihren Tauchschein hier zu machen. Das ist locker möglich. Dann geht natürlich viel Zeit drauf fürs Lernen und für die Tauchgänge. Aber man geht als Taucher wieder nach Hause und kann das nächste Mal, wenn man wiederkommt, den Urlaub kombinieren mit Sonne, Strand, Tauchen und bester Kulinarik. Weil ich muss es nochmal sagen, das Rixos oder die Rixos Hotels hier stehen wirklich, gerade was die Kulinarik angeht, für absolut höchste Maßstäbe. Ich kenne kein vergleichbares Hotel, wo das Essen auch nur ansatzweise so gut ist wie hier in den Rixos Hotels. Und dann ist es eben wirklich egal, in welchem Hotel man untergebracht ist. Im Rixos Sharm el-Sheikh gibt es sogar noch ein à la carte Restaurant mehr wie im Rixos Seagate. Also das gibt sich alles nichts. Und nochmal mit diesem Preis von unter 700 Euro, also ein Abpreis von unter 700 Euro, das heißt, das wird in den Hauptsaisonzeiten auch nicht so viel teurer, ist das ein absoluter super Preis für dieses Produkt. Natürlich kann jetzt kein Zuschauer erwarten, dass das hier verkauft wird für 300, 499 Euro, wie wir oft auch andere Hotels anbieten im Vier-Sterne-Segment. Qualität hat seinen Preis. Und die muss man einfach auch bezahlen. Und Rixos macht, was den Einkauf angeht, auch keine Kompromisse. Es wird alles hochwertig eingekauft. Man achtet wirklich auf Qualität. Es sind sehr, sehr viele Lebensmittel, gerade was so die mediterrane Geschichte angeht, sind importiert. Und das kostet hier in Ägypten wirklich richtig viel Geld, weil da sind Zölle drauf auf diese Lebensmittel. Das wissen viele gar nicht. Das ist teilweise teurer, als wenn ich in Deutschland einkaufen gehe. Und das muss auch irgendwo vom Endverbraucher bezahlt werden. Und wir müssen, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ich stehe auch dazu, wir müssen weg von diesem Verramschen und von diesem zu billig verkaufen, weil irgendwann finanziert sich das Ganze nicht mehr. Und dann kann so ein Hotel auch mit vollem Haus pleite gehen, weil Sie wissen alle, oder wir wissen alle, im Urlaub isst man gerne mal ein bisschen mehr, macht sich den Teller gerne ein bisschen voller als zu Hause. Hier auch so ein bisschen mein Appell an alle Menschen, ich möchte da niemanden speziell ansprechen, an alle Menschen, nehmt euch das, was ihr essen könnt vom Buffet und geht von mir aus 10-mal hin und holt euch nach, bevor ein Stück weggeschmissen wird. Weil woanders verhungern Menschen und hier werden Tonnen von Lebensmitteln weggeschmissen. Das kann es nicht sein. Hier ist nochmal die Außenansicht vom Rixos Seagate. Und wer sich später eingeschalten hat und die Lobby nicht gesehen hat, für den bleibe ich jetzt sogar noch online und zeige die Lobby. Good morning. Das ist übrigens der Manager vom Aquapark. Macht aber erst im Oktober. Maybe they open in Oktober. Mumkin. I didn't tell any date. I want to see the lobby. I want to show the people the lobby. Hallo. So, hier ist nochmal der Eingang vom Rixos Seagate. Da ist jetzt passend zum Opferfest, wir haben ja hier in Ägypten jetzt das höchste Fest der Muslimen gehabt, das Opferfest. Da wurde jetzt extra so ein Displaytisch aufgebaut mit lauter, jetzt hätte ich beinahe Schweinereien gesagt, das passt natürlich nicht zu den Muslimen. Nein, mit lauter leckeren Sachen. Schweinereien passt nicht, ne? Wenn ich über muslimische Feste rede. Macarons, wer sie kennt.
der weiß, die sind gar nicht so einfach gut hinzukriegen. Also man kann sich hier beim Check-in schon satt essen. Und was ich natürlich auch zeigen wollte, ist diese imposante Lampe hier in der Lobby. Die ist aus italienischem Murano-Glas gefertigt, wiegt 1,2 Tonnen, besteht aus lauter Einzelglasteilen. Das ist alles Glas. Das sieht so ein bisschen aus wie Zuckerwatte, habe ich am Anfang gedacht. Ist komplett aus Italien hier angeliefert worden und wurde hier vor Ort zusammengebaut. Und wie man Rixos Hotels eben kennt, ist eben auch der Eingang schon einfach mit einem Wow-Effekt verbunden. Hier grüßt der Luxus. Hier spielt auch schon ein Klavierspieler tagsüber. Und das ist Hussein, der Hotelmanager. Good morning. Das ist die Rezeption, wo eingecheckt wird. Joanna, eine Frage für dich. Ich bekomme gerade die Frage, gibt es eine Kinderbetreuung und ab welchem Alter ist die? Ja, unser Kids Club läuft von 4 bis 12 Jahren. Da werden die Kinder rund um die Uhr oder fast rund um die Uhr betreut, über den ganzen Tag von morgens bis spätabends. Okay. Unter 4 Jahren müsste allerdings elterliche Begleitung dabei sein. Wir bieten auch einen Babysitter-Service an, der ist allerdings gegen extra Gebühr. Das heißt, da kommt eine Nanny, eine englische Nanny von außerhalb und die wird sich, egal wo, egal was, wird sich um ihre Kinder kümmern, während sie beschäftigt sind. Okay, aber ich denke, die Frage ist gut beantwortet. Danke, Joanna. Heißt, Kinderbetreuung ab 4 Jahre, ohne Elternbegleitung bis zum Abendessen im Kids Club bis 11 Uhr abends. Ja, sie bieten auch Snacks und Abendessen im Kids Club an. Okay, weil im Kids Club, haben wir ja auch eben erwähnt, ist ein extra Schlafraum, genau. Auch. Wenn die Kinder müde werden, können die sich da schon mal hinlegen. Und bis um 11 Uhr, das habe ich auch noch nie gehört, sind die Kinder dort betreut von 4 bis 11, hast du gesagt? Von 4 bis 12. Von 4 bis 12. Sind die Kinder jünger, können sie auch mit ihren Kindern dahin gehen, dann muss aber ein Elternteil dort verbleiben. Also da kann einer zum Beispiel mal zur Massage gehen und der andere Elternteil geht mit dem Kind in den Kids Club. Außerdem haben wir eine Live-Kamera in unserem Kids Club, dass sie aus ihren Zimmern auch sehen können, dass es ihren Kindern gut geht. Das ist ja ein Knaller. Also ich weiß nicht, ob das akustisch jetzt rüberkam. Im Kids Club ist eine Live-Cam und die Eltern können vom Zimmer aus ihre Kinder beobachten, ob es denen im Kids Club gut geht. Genau. Unglaublich. Also das ist echt klasse. Und es gibt auch einen Babysitter-Service. Der Babysitter-Service ist aber gegen Extra-Charge, ist englischsprachig und ist rund um die Uhr available. Man muss es einfach nur vorher beordern. Also jetzt bei Kindern, die zum Beispiel noch nicht sprechen oder bei Babys, ist die Sprache ja relativ egal. In der Regel aber ein Kleinkind. Die Kinder machen das super. Kinder, echt? Ja, die können alle Sprachen. Unglaublich. Also auch Babysitter-Service, allerdings nur englischsprachig. Genau. Ob die Kinder jetzt damit zurechtkommen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Bei Babys ist es egal oder bei Kindern, die noch nicht flüssig sprechen, ist auf jeden Fall vorhanden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, Leute. Ich bin noch einen Moment jetzt hier live in der Lobby und gehe noch mal kurz raus, extra für euch in die Hitze und zeige euch noch mal die Aussicht hier von der oberen Terrasse, wenn man aus der Lobby rausgeht. Weil das ist immer wieder schön. So, jetzt erstmal wieder ein Schlag, weil wir kommen aus angenehmen 25, glaube ich, wie viel Grad hat die Lobby? 24 Grad hat die Lobby. Kommen wir raus in 40 Grad. Und da kommt die neugierige Frau Stiefel, meine liebe Astrid, die mir gefolgt ist, weil sie gedacht hat, ich mache nicht Urlaubschecker ferngesteuert. Die hat gedacht, ich gehe hier heimlich bekannt oder fremd. Ach Quatsch. Warst du in der Wellnessabteilung? Nein, da geht's Internet weg. Wir haben es von außen gezeigt. Wellnessabteilung habe ich erwähnt, mit 2600 Quadratmeter. Und 700 Quadratmeter für Frauen. Und 700 Quadratmeter nur für Frauen. Ah, schön nass bist du. Ich bin jetzt hinten am Hintern. Gefahren. Nur eine Runde und habe was denn gefahren? Mit was? Ah, meine Frau schwitzt sogar beim Sitzen. Joanna, du kannst gerne drinbleiben mit der Astrid.
Veronique, bitte. Ich habe die Zimmer gezeigt. Also mein Tipp hier, ich werde jetzt hier nochmal diesen Schwenk machen über den Hauptpool. Schaut euch das an. Im Hintergrund sieht man auch schon das Meer. Rechts, wo die bunten Segel sind, ist der Kids Club. Vor uns der Hauptpool, der in verschiedene einzelne Sektionen unterteilt ist. Um die Pools herum immer die Zimmer. Nochmal mein Appell an Veronique, die hier gefragt hat, darf man den Pool sehen und Zimmer. Ich habe alles gezeigt, die komplette Anlage. Einfach warten, bis ich jetzt das hier beende. Dann wird das auf der Sonnenklar-TV-Seite als Video gepostet sein. Und dann kannst du dir in Ruhe nochmal die ganze Anlage anschauen. So, ihr Lieben, jetzt muss ich mich schicken, weil um 12.15 Uhr bin ich schon wieder live, aber nicht aus dem Rixos Seagate, sondern aus dem Steigenberger Alcazar Hotel. Ein auch neues Hotel, nicht weit von hier entfernt, auch ein tolles Hotel, und das werde ich euch nachher zeigen. Um 12.15 Uhr und um 15 Uhr dann aus dem Steigenberger. Jetzt sind wir erstmal zu Ende im Rixos Seagate. Nochmal, wir hatten hier ein Produkt, das nennt sich Rixos Select. Untergebracht werden die Gäste entweder im Rixos Sharm El Sheikh oder im Rixos Seagate. Und die Woche kostet unter 700 Euro inklusive Ultra All Inklusive. Und ich habe jetzt eben gerade zum Abschluss noch eine Neuheit gezeigt, denn es wird hier Mitte September mit einem Soft Opening und ab 1. Oktober mit einem Grand Opening der größte Aquapark hier am Roten Meer eröffnet. Das ist ja nicht nur Aquapark, sondern auch so ein bisschen Erlebnisland. Man kann da Tennis spielen, Fußball spielen, da ist eine Kletterwand, da ist eine Go-Kart-Bahn, die nichts extra kostet. Das wurde extra dreimal gefragt. Nein, die ist inklusive. Ich denke mal, dass man sich da sputen muss und reservieren muss, damit man eine Chance hat, auch mal ein Kart zu kriegen. Das ist also zusätzlich noch inklusive, nicht nur für die Seagate-Gäste. Die Seagate-Gäste haben nur ein bisschen einen kürzeren Weg dahin, kriegen aber auch einen Shuttlebus an die Hand, um darüber zu kommen, weil es ist in der zweiten Reihe auf der anderen Straßenseite, ist vom Seagate aus untertunnelt. Und auch die Gäste, die im Rixos Charm untergebracht sind, die bekommen einen Shuttle-Service zum Aquapark. Also von daher ist für jeden hier für alles gesorgt. Und auf die Kulinarik bin ich, glaube ich, genug eingegangen. Rixos steht einfach für tolle Qualität. Und wer sich ein bisschen Luxus gönnen will und ihm das auch ein Euro mehr wert ist als vielleicht jetzt ein 4-Sterne-Hotel, dem kann ich an die Hand geben, Rixos. Rixos macht ihr nichts verkehrt. In diesem Sinne erstmal tschüss und um 12.15 Uhr dann live aus dem Steigenberger Alcazar. Bis später!